Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Eivin. Hallo ihr Lieben, ich möchte zu diesem Blossom-Video etwas vorweg erklären. Blossoms, The Game Changer Projekt, wird in unterschiedlichen Videos und Texten wiedergegeben. Ich habe diese Informationen in diesem Video zusammengefasst und ich habe einige kleine Anmerkungen hinzugefügt. Ich werde hierzu meine Stimme etwas verstellen, damit ihr dieses raushören könnt. Zusätzlich verweist Blossom auch auf externe Texte, die wir aufgrund Datenschutz und Zeitintensität nicht übersetzen und aufnehmen können. Wenn sich dieses Projekt für euch stimmig anfühlt, dann schaut euch die Links hierzu an. Ich habe alle in der Infobox aufgeführt. Blossom erwähnte auch, dass sie sich sehr über eine Rückmeldung freuen würde. Ihr erreicht Blossom per Mail über info@blossomgottschalt.com. Die Adresse findet ihr ebenfalls in der Infobox. Ich möchte zum Schluss die Gelegenheit nutzen, um mich bei allen für ihre monatlichen Energieausgleiche im Namen des gesamten Spiritscape-Teams zu bedanken. Es bestärkt uns sehr, weiterhin hier diesen Dienst anzubieten. Wir werden genauso mit den reinkommenden Energien überschüttet und diese sorgen in letzter Zeit öfters dafür, dass wir auf anderen Ebenen viel erfahren dürfen. Das ist unter anderem ein Grund, weshalb Altana und ich mit den Blossom-Texten etwas zurückhingen. Vielen Dank für eure treue finanzielle Unterstützung in dieser Zeit. So, und nun geht es los. Ich wünsche euch viel Spaß und Freude. In Liebe, eure Eivin. Blossom Gottschild über ihr Game Changer Projekt vom 27. Februar 2018. Einleitung. Übersetzt von Altana für Spiritscape. Hier ist also das The Game Changer Projekt Video. Nachdem ich es nun seit fast 8 Wochen täglich gemacht habe, kann ich solche Veränderungen in Kraft und Weisheit spüren, die von innen her aufrühren. Ich, wie alle anderen auch, kämpfe immer noch mit niedrigeren Schwingungsenergien, die mich aus dem Nichts hart treffen. Und doch, mit jedem Tag, an dem ich meinen Dienst an der Seele erfülle, kann ich fühlen, wie mein Licht durchbricht. Und wenn es durchbricht, und wenn es das tut, wird mein Verständnis, warum ich hier bin und wer ich bin, klarer und tiefer. Probiert es aus, wenn es euch gefällt. Und bitte lasst mich wissen, wie es euch damit geht. Es mag nicht so aussehen, als ob es bahnbrechend wäre. Keine Raketenwissenschaft beteiligt ist. Nur ich mit einer Idee und ihr folgend. Genießt es. Hier ist es. Blossom verweist hier auf einen Link zu ihrem Video The Game Changer Projekt. Den findet ihr in der Infobox. The Game Changer Project Video vom 21. Februar 2018. Invokation. Übersetzt von Altana für Spiritscape. Ich verfüge, dass die Absicht hinter diesem Angebot ist, einen Raum aus dem tiefsten Raum in mir zu öffnen, alle Gedanken der reinsten, höchsten Absicht zu vereinen, um die Schwingung des Planeten Mutter Erde zu heben. Die Frequenzen aller, die auf diesem Planeten leben, zu erhöhen und meine höchste Absicht der Güte zuzulassen. Freundlichkeit, Verständnis, Verzeihen, Demut und Mitgefühl, was die Ausdrücke der höchsten Energie sind, die Liebe ist. Möge ich diese Geschenke
immer in jedem Moment meines Erwachens anbieten. Möge ich lernen, zu verstehen, dass ich dadurch Teil eines großen göttlichen Plans werde, der diese Energie in die genaue Ausrichtung bringt, die sie zu dem genauen Punkt bringen wird, zu dem sie die Segel gesetzt hat. Möge ich in allem, was ich tue, Lachen und Freude finden, in dem Wissen, dass ich damit Lachen und Freude in das Leben von allem, was das Leben ist, einlasse. Möge ich Gedanken der Annahme an diejenigen aussenden, die vielleicht keine Gedanken haben, die mit meinen übereinstimmen, und innerhalb dieser Annahme wissen, dass sie genau wie ich im göttlichen Timing sich der Großartigkeit, wer sie sind, öffnen. Innerhalb dieser Gedanken kann ich auch akzeptieren, dass ich auf diesen schönen Planeten gekommen bin, um der Schönheit meiner Seele zu dienen und damit der Schönheit von allem, was ist, zu dienen. Es ist meine höchste Absicht, sie an einen Ort des Friedens zu bringen, den Ort, wo sie rechtmäßig hingehört. Ein Ort, wo alle rechtmäßig hingehören. Wir wurden oft herausgefordert und verwirrt. Doch jetzt, da wir uns unserer Wahrheit mehr bewusst werden, möge es so sein, dass wir absichtlich alle Gefühle abbrechen, die nicht mehr dem größeren Ganzen dienen. Möge es so sein, dass wir mit jedem Lächeln die Herzen der Niedergeschlagenen erheben. Mit jeder Berührung verwandeln wir das, was leidet, in eine göttliche Heilung. Wir sind hergekommen, um das zu tun. Wir kamen hierher, um sicherzustellen, dass wir die schwereren Schwingungen, die so lange im irdischen Gitter eingestellt waren, nicht länger tolerieren würden. So verordnen wir jetzt, die vertrauten Muster zu ändern, zu erkennen, dass Vertrautheit Verachtung hervorruft. Und das jetzt. Jetzt, wo wir wissen, wofür wir hierher gekommen sind, wir es tun. Wir wissen jetzt, dass wir Licht sind. Wir wissen jetzt, dass alles Licht sich durch verschiedene Frequenzen offenbart, um unsere Gefühle zu wecken, die wiederum unsere Entschlossenheit wecken, das, was von geringerem Nutzen ist, in das, was vom Höchsten ist, umzuwandeln. Mögen wir mit jedem göttlichen Atemzug, den wir nehmen, wissen, dass die Mission hier auf der Erde eine der Liebe ist. Es ist nur in als durch von Liebe, dass wir die Veränderung sein können, zu der wir gekommen sind. Also in aus meinem höchsten Seelenraum, ich sende den Ruf an alle Menschen, an alle Nichtmenschen, zu allem Bewusstsein des freudigen Lebens selbst, zu erwachen. Wie ich mich mit meiner Wahrheit verbinde, möge ich dieses Hilfsangebot als das höchste Angebot empfinden, das ich je gemacht habe. Im Wissen, des absoluten Wissens, dass während ich das tue, als eins, wir schnell und mit größter Leichtigkeit die Schwingungen, in denen wir leben, anheben. Damit jeder und alles, was lebt, Liebe in seiner höchsten, reinsten Form erkennen kann. Das Vertrauen, das ich in diesem Wissen habe, ist voll und ganz. Ich werde sofort von der Energie, die dieser Segen trägt, und deshalb durch die Akzeptanz, so zu sein, erhebe ich den Planeten und alle, die auf ihr segeln. Und so ist es. In Liebe und Dankbarkeit für die Ehre,
in dieser Zeit auf der Erde anwesend zu sein, um diese Transformation zu bringen, diese göttliche Verschiebung ins Jetzt. Und durch das Tun dessen haben wir die Fähigkeit, die Wahrheit zu spüren, die Wahrheit zu akzeptieren, um die Wahrheit zu erkennen. Liebe ist das Einzige, was es je gibt. Und wie ich die Energie dieser Liebe forme, bestimmt das Ergebnis. Ich hier, jetzt, in diesem Moment, beschließe es zu sein. Ich bin Liebe. Ich bin Licht. Ich bin bereit. In Liebe und Dankbarkeit. In einem weiteren Video hat Blossom die Idee für eine Liste, die den täglichen Seelendienst unterstützen soll. Diese beinhaltet derzeit 10 Punkte, die ihr für euch selbst erweitern bzw. angleichen könnt. Sie schreibt bzw. sagt hierzu Folgendes. Tägliche Seelendienstliste. 1. Goldene Flüssigkeit aus dem goldenen Kelch in Dankbarkeit für den kommenden Tag trinken. Zum Beispiel visualisiert Blossom jeden Morgen einen frischen Selleriesaft als goldene Flüssigkeit und trinkt diesen nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen. 2. Affirmationen, so viele wie nötig. Zum Beispiel: Ich weiß jetzt, dass ich glücklich in der höchsten Frequenz vibriere, die meine göttliche Absicht für ermöglicht und erlaubt. Ich verdiene es. Oder es ist gewünscht. Sage jede Absicht 3-mal und beim 3. Mal ende mit: Ich verdiene es. Und so ist es. Für das höchste Wohl von allem in Dankbarkeit, im liebenden Dienst, ich bin. 3. Sieh und fühle das Game Changer Video. 4. Lies Saint-Germains 24-Strang DNA-Aktivierung laut vor und fühle sie. 5. 10 bis 20 Minuten Yoga oder sanftes Dehnen. 6. Sende Liebe zu einer Seele, die dir in den Sinn kommt. Nur 1 Minute lang oder länger. 7. Sende der Welt Liebe für nur 1 Minute oder mehr. 8. 10 Minuten oder mehr Meditation. 9. Zufälliger Akt der Güte. Hier möchte ich noch etwas Eigenes hinzufügen. Ich bin viel zu Fuß unterwegs und ich treffe immer Menschen, vor allem Rentner, die Hilfe benötigen. Es ist immer ein wundervolles Gefühl, ihnen helfen zu können. Und jeden, den ich begegne und freudig grüße, füge ich leise ein "Ich liebe dich" hinzu. Die Energie erhebt sich automatisch. 10. Dankbarkeit in der Nacht für die Segnungen des Tages. In ihrem Video sagte Blossom bei Minute 3:20: Jedes Mal, wenn wir auf die Uhr schauen und diese eine volle Stunde anzeigt, wir zu uns sagen: Ich bin Liebe. Ich bin Licht in Dankbarkeit. Ich bin. Es werden dann automatisch immer mehr Menschen dieses auf der Erde machen. Es wird ein Band zwischen allen geknüpft, um uns vorwärts zu bringen. Dann füge noch mehr zu deiner Liste hinzu, das deiner Seele persönlich dient. Dinge, die du immer die Absicht hattest zu tun und dir einfach nie die Zeit dafür genommen hast. Vielen Dank an Marie, die eine PDF-Grafik für diese Liste erstellt hat. Den Link hierfür findet ihr ebenfalls in der Infobox. Drucke die Grafik aus, damit du dies jeden Tag ankreuzen kannst. Verprügle dich nie für Dinge,
die du nicht geschafft hast. Lobe dich immer nur für die, die du getan hast. Verpflichte dich, es zu versuchen und das Spiel zu ändern. Es ist Zeit. Wir sind bereit. Auf geht's. Vielen, vielen Dank. In Liebe und dem Dienst für die Menschheit. Goldene Strahlen zu jedem und allen. Blossom.